So. Geht los. So, herzlich willkommen zurück zur Join Dota Masters Halbfinale zwischen Alliance und Armsheet. Alliance ist eins von vorne. Wir sind im Draft, wir sind ready und wir wollen Alliance sehen. Beziehungsweise Strutz zum ersten Mal. Dauert halt ein bisschen, bis das Intro geklickt hat, weißt du? Dann dauert das halt ein bisschen. Deshalb meine ich, Mund halten. Professionalism. Ja, Almsheet bannt Chant, wer hätte es gedacht? Almsheet hoffentlich bannt Wisp, weil sonst werden einfach Almsheet hier 2-0 von Alliance mit einem Tiny Wisp geownt. Das ist halt so das Problem. Weil Tiny Wisp wird kommen, Loda wird Tiny picken. Oh oh. Aber Almsheet muss jetzt Wisp picken, glaube ich, sonst wird das übel. Weil jetzt können sie direkt Tiny Wisp picken. Ja, also. Seriously. EGM Wisp, Loda Tiny und dann war's das halt, glaube ich. Ist vielleicht ein bisschen gebiased. Ah, ja gut, okay, beim letzten Mal hat's EGM den Wisp gespielt, weil Ake Chen bekommen hat, okay. Aber ja, eigentlich Ake Wisp. Mal gespannt. Aber, Das heißt, das Lieblings-Lineup, glaube ich, was Alliance hier bekommen könnten, wäre ein Nikva Offlane mal wieder Bulldog-Ding und dann halt Tiny Wisp. Also, das ist predictable ohne Ende. Oh, ah, okay. Bristleback Wisp. Das hatten sie letztes Game auch schon gemacht gehabt. Einfach Wisp Bristleback als zweiten und hey, wenn sie Tiny bekommen, ist okay. Ja. Aber dann ist es, ich glaube, das fällt halt weniger auseinander. Als ein Tiny. Oder, ja, ne, okay. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, warum doch gerne Wisp und Bristleback als am Anfang gepickt wurden. Vielleicht hat es tatsächlich damit was zu tun, dass Bristleback auch okay ist und sie das auch ohne Tiny Wisp machen können und Almsheet jetzt halt auf jeden Fall einen Bann für Tiny verschwenden müssen. Und dann halt auch nur Global rausbannen müssen. Wohingegen sie jetzt wahrscheinlich Sinnvolleres benutzt hätten, wenn sie jetzt hier noch einen Tiny Wisp raus hätten und dann hätten sie komplett raufhalten können. So können sie, ich glaube, wenn Lodia Tiny bekommt, wird er Tiny picken, wird aber nicht bekommen. Es wird jetzt hier gebannt werden. Und keine Ahnung. Nee, never mind. Zu viele Meta-Ebenen. Ja, ich bin echt gespannt, was da noch dazu kommt bei Alliance. Ja. Oh, ist doch mega interessant finde, dass ab jetzt irgendwie, egal welches Game, Axe ist erstmal gebannt. Das ist auch das New Meta. Das hat aber auch hauptsächlich damit zu tun, dass Almsheet ein russisches und ukrainisches Team ist. Und ja, da ist Axe halt nur mal Core. Ja, wobei Pycat spielt ja auch Axe-Core. Ist ja gar kein Problem. Das ist halt immer das Problem, dass du halt den Axe, also es war halt First Pick. Und ich glaube, Pycat ist ein bisschen unglücklich bei Alliance, einfach weil er nicht so oft Axe spielen darf. Er sagt halt, okay, ich will halt Axe spielen und Loda sagt halt so, nee, das ist der Grund, warum Mousebots verloren hat. Ganz gerne Axe spielen. Also du kannst schon Axe spielen, aber nein. Wir sind nicht Mousebots. Ja, er spielt sehr gut Axe. Aber das ist halt ein Spielstil, der halt nicht Alliance ist. Ja, da gebe ich dir recht. Ja. Außer sie können wirklich den Axe safe auf der Offlane farmen. Dann geht das. Ja, wenn sie Axe farmen und dann zusammen noch mit Chen oder so einen Push-Thread mit Axe, das geht. Also im Prinzip, wenn Pycat im letzten Game anstatt Troll Axe bekommen hätte, hätte es glaube ich auch funktioniert. So ungefähr. Ja. Aber. Ja. Wobei vielleicht nicht mit dem Slada als Second Carry. Ja, der hatte ein bisschen zu wenig Attack Speed vielleicht. Also, sie braucht dann noch einen fetten Carry. Und Axe ist cool, aber weiß ich nicht, ob es vielleicht am Ende sogar ein bisschen spät wäre für Axe. Naja, Witch Doctor ist raus, klar, als Konter gegen Wisp. Line ist draußen, klar, als Finger gegen Wisp wahrscheinlich. Ja, Vanish wird auch noch von Alliance gepickt. Damit hat jetzt auch EGM mal einen Hero. Also mit Bristleback zusammen auch ganz cool, sowohl offensiv als auch defensiv, weil wenn Bristleback irgendwann mal doch sterben sollte, dann wird er halt schnell rausgeswappt. Ja. Weißt du zufällig, ob der Omnislash von hinten trifft oder von vorne?
Also in der Animation ist es halt unterschiedlich, aber trifft es halt immer vorne oder wie weit ist es mit Bristleback und Omnislash? Da habe ich keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich auch nicht, okay. Weiß ich nicht, müsste man wahrscheinlich mal gucken, wenn er Omnislash wird, ob er dann mehr Quills macht. Also ob er mehr Quills als sonst macht. Ich glaube schon. Das sollte es wahrscheinlich sein. Aber, apropos Deleted from the Game. Doom ist sehr... Doom ist ein ziemlich guter Hero gegen Bristleback. Wir müssen jetzt Alliance auf einmal noch Cores picken, die, keine Ahnung, entweder gedoomt werden können und ja, ihnen egal ist. Oder CK, ja, CK. CK ist ein verdammt guter Held hier. Ja, oder halt Viper, ne? Oh, Viper. Das ist auch so ein Held, der Viper ist halt egal, ob der Doom drauf ist oder nicht. Ja. Ja, ist halt, also, eventuell, nee, könnte man nicht. Das Problem mit Viper ist halt, dass du damit keine Relocate-Ganks machen kannst. Gar keine. Weil TP da einfach raus. Es kommt halt ein Relocate und du TPst. Das kannst du ja jetzt schon. Du hast Bristleback und Wisp. Du siehst ein Relocate neben dich und du fängst einfach an zu TPen. Nichts kann getan werden. Ja. Das ist halt ein Problem. Bis der Bristleback halt den Basher hat. Ja, bis er den Basher hat. Und dann muss er halt trotzdem First oder Second Hit Bash machen, weil wenn halt das Relocate kommt und du TPst, hast du halt wirklich eine halbe Sekunde Zeit oder so. Das stimmt. Und das ist halt schwierig. Und ja gut, Blink-TP ist sowieso klar. Pack noch dazu. Ja. Oh, Disruptor. Nice, Disruptor. Disruptor als Counterpick gegen Wisp ist gut. Und Disruptor selbst ist ein geiler Held. Auch gegen Bristleback eigentlich, weil der halt hinterherläuft und dann kannst du halt wenigstens loswerden. Ja, und gegen Pack extrem stark. Wirfst du mal halt einfach das Ding auf den Kopf und dann ist gut. In Static Storm. Ja. Trotzdem halt das Problem, Wisp ist jetzt hier ein bisschen mehr useless, würde ich sagen. Einfach nur, weil eben, es kommt ein Relocate und sie müssen jetzt irgendjemanden haben. Ich würde jetzt wirklich einen CK picken, wenn er nicht gebannt wird. Oder eine PA eventuell, nee, auch nicht eigentlich. PA könnte gehen, aber nee, eigentlich nicht. Auf jeden Fall noch ein Hard Carry. Ja, irgendein Hard Carry, der halt vielleicht auch einen Stun hat, einfach weil sonst TP'd einfach jeder raus oder so. Ist halt auch doof. Juggernaut wird sowieso einen Spin-TP machen und ja. Selbst das Raptor kommt halt in der Zeit raus. Gegen Bristleback hat auch, macht halt irgendwie das Kinetic Field um sich oder um darum und TP'd halt raus. Necro wäre auch ein ziemlich guter Pick gewesen, ja. Luda mag auch Necro. Aber es ist halt vielleicht ein bisschen wenig Control da. Es ist Control okay von Venge for Spirit und Pack da, aber was ich meine ist halt einfach nur dieses Relocate Control. Wenn du halt auf jemanden relocatest und du kannst es halt nicht bei Fuß halten, dann ist es halt auch doof. Ja, definitiv. Ich mag auch die Chaos Knight Idee sehr. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Besonders Loda hat den früher eigentlich auch sehr gerne gespielt und die haben das auch früher sehr oft gemacht mit Yo Chaos Knight. Bin ich mal gespannt. Also es fehlt auf jeden Fall noch ein Loda-Held. Ja. So viel ist, glaube ich, klar. Na. Ich glaube, ich habe schon mal Bristleback Carry Loda gesehen. Aber, es könnte auch hier durchaus ein Safe Lane Bristleback sein. Pack auf die Offlane und dann halt Wisp plus X in der Mitte. Kann natürlich auch sein. Stimmt, ja. Also Aki und Loda Mitte einfach. Es wird sowieso sein wahrscheinlich, weil Aki wird dann Loda ranhängen. Die beiden mit den Relocates und so kommen halt am besten klar. Und dann... Ja, es ist einfach, Wisp ist zu gut in der Mitte mit dem Doppelstacken und sowas, als dass du den nicht in die Mitte lassen könntest und auf der Safe Lane bringt er eh nichts. Von daher wird das wahrscheinlich Loda Mitte und dann können sie auch Pike auf den Bristleback schicken. Einfach ab auf die Safe Lane. Oh, das war mir relativ klar, dass Pike Bristleback geht. Naja, wenn er Offlane geht, aber gut, Safe Lane Pack ist auch nicht so viel Sinn. Mal schauen, was Loda hier pickt. Ob er einen CK pickt, ob es einfach nur spannend macht. Oder ob wir noch irgendwas vollkommen anderes vergessen haben. Aber mir fällt jetzt auch nichts ein, was da irgendwie noch sein könnte. Aber wir müssen nur 10 Sekunden raten. Duser. Okay. What? Easy One-Hour Game. Das hatten die. Wurde später. Lenz hat sich gesagt, okay, ja, irgendwie, ach, lass einfach late machen und das Ding durchschwetten. Alliance und späte Spiele, oh Mann. Aber Doom, Magnus, Juggernaut, Disruptor ist halt auch nichts, was irgendwie nicht late geben kann. Und Amishi können jetzt halt hier
glaube ich, im Early Game recht greedy gehen. Picken sie einfach einen Carry Support. Oder sie können so einen Jungle picken. Können du in den Jungle stecken oder sowas. Ja, ich würd Alliance nicht unterschätzen. Also, Puck und Vengeful machen schon Early auch relativ guten Druck. Ja, die CM ist hier besser. Kann in den Jungle und kann halt auch irgendwie supporten, weil Disruptor ist ein guter Support an sich, aber das ist halt kein Lane Support. Der kann halt sonst nichts. Oder macht halt nichts auf der Lane. Also bis auf Kills holen. Sobald Plays passieren, ist Disruptor geil. Aber wenn halt nichts auf der Lane passiert, ist er halt useless. Ja. Na komm. Oh, es ist ein EGM Wisp. Ah, EGM, okay. Ja, dann. Okay, muss noch picken. Huh. Irgendwie alles mal ein bisschen anders. Und tatsächlich hier. Lauter Bristleback. Ja. Piker, Dusa. Piker, Dusa bekommen. Aber du hast ja, im Prinzip Dusa in der Mitte gegen Magnus. Pff. Hat die Dusa Free Farm, ne? Auch cool. Von den Lanes her. Ja, ich bin mal gespannt, wie sie das tatsächlich lanen werden. Ja, schauen wir mal an. Genau. Wann die ersten Lanes das Gefühl hatte ich nämlich jetzt auch. Dass Loader EGM Mitte gehen. Hm. Oder sie gehen naja, aggressive. Noch, ja. Ist eigentlich keine schlechte Aggressive Lane. Ja, ja, ja. Support von EGM, auch mit den Balls, macht er kurz guten Damage. Kriegt eine frühe Urne, kriegt vielleicht ein paar Charges drauf. Mal schauen, ob Nikva überhaupt Mitte spielen kann. Das ist also die Frage. Und it's a trap. Und gepinkt wird das schon. Geh mal jemand dahin. Geh mal jemand sterben. Ja, noch sehen sie halt nichts. Ja. Bignum zeigt Dominanz. Geht hoch und sagt, du nicht. Ja. Aber auch allein zum Genuss mehr hier zu trappen und zu warten. Na ja, gut, alle zeigen sich, ne? Ja. Ja, aber Lines geht da hin. Da bin ich mal gespannt, ob das eine gute Idee ist. Ja, gehen alle schon wieder back. Aber Pikert wird hier getroffen. Oh, das Pikert ist kein guter Held, um hier Probleme zu bekommen. Deshalb direkt zurückbekommen. Overpain. Kommt ein bisschen Damage zurück, aber das wird alles wieder hochgereckt. Oder nicht. Scorch Earth ist schon vorbei und dann geht's nur ein bisschen Harassment. Dual Lanes. Ja, okay, wird wahrscheinlich rotieren. Oder stacken auch im Jungle. Und tatsächlich, ja. Tiny, Wisp, Bristleback, Offlane. New Meta. Kann ich mir eigentlich als relativ starke Lane vorstellen. Besonders, weil Bristleback ist ja allgemein relativ stark. Auf ja, sie also werden halt sehr viel Druck da dran haben. Müssen halt jetzt gucken. Die Mitte ist aber allerdings ganz gut dafür. Toplane, das Wovapane hat schon ein bisschen ein Problem und let's hit, ne. Architekt ein bisschen Tower Damage, aber ja. Haben schon einiges. Und daher, ich glaube, auf der Toplane kann was passieren, weil doch Doom keine Armor hat. Wird halt auch low sein, muss mal gucken, was da passiert, aber auf der Bottomlane zum kritischsten. Könnte sein, dass beide farmen. Es könnte aber auch sein, dass sich halt ständig auf die Nerven gehen. Und die Mitte ist halt auch so eine Lane, wo halt auch jederzeit irgendwie ein Kill sein könnte. Wenn Puck halt irgendwie nicht face-shiftet, wenn er halt gute Aktionen macht, wenn ja, Puck halt einfach einen Inquisitor hier holt. Mal schauen. Ja, aber auf jeden Fall, so wie es aussieht, easy Farm für Loader momentan. Ja, das auch. Also Jugger wird ihn da wahrscheinlich nicht angehen. Er weiß halt auch, dass Loader prinzipiell noch nicht Leben hat. Besonders mit der Anzahl an Regeneration, die er hier hat. Und halt noch einem Wisp mit einer Early Bottle. Ist halt pff. Ja, ist auch eigentlich interessant. Wisp braucht nur die Rune und schon hat's eine Bottle. Stimmt auch wieder. Das ist echt ein cooles Konzept eigentlich. Ja, einfach machen. Hm. Auch neu, ja. Und du bist dann gut auf der Lane hier, einfach Harrison. Einfach rausgehen, Harrison, wenn irgendjemand kommt, zurück der dann. Ja, ganz einfach. Aber ansonsten Mittellane, 3-0 Pack gegen 8-3 Inquisitor. Die Lane ist doch nicht so eindeutig für den Pack, wie ich gedacht hatte.
Jetzt contesten sie die Mune. Können sie aber nicht. Ja, können sie nicht. Ist für EGM erstmal egal, hat eh noch volle Bottle. Loda ist ein bisschen. Bisschen alleine drin, aber ja, ein bisschen Bristleback. Läuft zu, rückwärts zur Lane zurück, ja gut. Pike und Vova Pain oben. Battlen sich aber auch schon ganz gut an. Alle low. Die Frage wird aber sein, halt. Also Doom wird, glaube ich, auf der Lane langfristig ein Problem haben. Weil wenn die Snake so weit geskillt ist, dass sie halt wirklich Mana, richtig viel Mana abzieht, hat er nicht mehr Mana für Devour oben und kann er eigentlich nicht oben bleiben. Da kann es halt hier entweder sein, dass er jetzt zum Jungle geht. Oder mit irgendwas wiederkommt, weiß ich nicht. Vielleicht eine Bottle oder so, um halt das, einfach das Devour-Mana zu bekommen. Und es sieht so aus, als ob er in den Jungle geht. Acke auch schon rotated, nur um zu staken. Ja, das Camp ist natürlich für Bristleback super wichtig. Ja, oder auch für Medusa später. Also das spielt ja eigentlich keine Rolle, wer es farmt. Ja, Medusa kann es halt eigentlich nicht so gut farmen. Deshalb stellt sich halt Loda hin. Können halt beides super gut farmen. Loda steht halt sowieso nur da, rückwärts. Und macht nichts und er kann halt Medusa drauf schießen. Aber bis jetzt, das Game sieht eigentlich... Go auf Mantis wird gemacht, eventuell diven sie hier. Mantis ist, glaube ich, tot mit den Quills, ja. Und Afterlife steht da noch. Blöd, weil Aki rotiert ist. Schöne gemacht. Oh, Double Kill für Loda. Oh, das will man im Bristleback nicht auf einer Aggro-Try 2 gegen 3 geben. Ja, die Bottom Lane. Bin mal gespannt, wo Pain jetzt hingeht. Aber es sieht, glaube ich, ich weiß nicht. Sollte er auf den Dschungel gehen, das Problem ist, wenn er das tut, dann sind wirklich alle Lanes, also nur die Mitte gewonnen. Die Mitte scheint aber tatsächlich Inquisitor recht gut zu gewinnen. Es hat 22-7 gegen 15-1 Pack. Ich weiß nicht, ob das an Nika liegt oder generell, weil das Matchup ist eigentlich besser für Pack. Ja, auf lange Sicht. Auf lange Sicht ist es besser für Magnus, weil er halt mehr farmen kann und Pack ihn nicht mehr töten kann solo. Aber das ist nur ein 1-on-1. Auf der Lane ist eigentlich besser, aber Bottom Lane. Mann, das kommt dann einfach nicht ran. Ja, aber Rack in der Bottle. Easy. Das ist gleich wieder voll werden. Oh Gott, ja. Oh Gott. Volle Leben für Bristleback instant. Das ist bitter. Also, ich will nichts vorhersagen, aber wenn Abushita nicht irgendwie, na, nicht den Kopf aus dem Arsch, aber wenn hier irgendwas geht, dann kann das hier ziemlich schnell vorbei sein. Besonders jetzt mit weiteren Dives. So, das ist wieder da. EGM wird versucht anzugehen, aber... Ja gut, okay, wird hier down gehen. Aber trotzdem, Mantis ist da. Abhi ist aber da. Ah, trifft nur hier auf Acke. Loda alleine könnte aber eventuell hier auch down gehen. Skua ist nicht vorhanden, kein Mana mehr. Ah, hat aber noch einen Pot. Und wird wahrscheinlich recht schwierig sein, hier den down zu bekommen. Wird hier jetzt stehen. Supports können kein Mana. Ah, ist jetzt hier. Aber Wisp kommt an. EGM heilt ihn hoch. Die Frage ist, ob es reicht. Er steht jetzt einfach rückwärts. Er steht einfach da, guckt den Berg an und tötet Leute. Gott, der wird dieser Held. Und ja, Nikva ist da. Kriegt den Kill auf Big Num nicht ganz, weil die Healing Ward da ist. Und lässt es halt auch sein. Sandy. Doom ist auch noch gestorben oben. Solo gegen den Medusa. Okay. Auch gar nicht mitbekommen. Ja. Und halt dann... 4 Bottles Schlücke von Wisp hat es gebraucht, um Loda am Leben zu halten. War im Prinzip eine knappe Sache. Im Prinzip konnte aber auch Magnus ab der Stelle halt, wo Wisp da war, nichts tun. Ja. Weil er hätte sich halt entweder hätte er EGM hauen müssen, damit die Bottle halt nicht so viel hält. Oder hätte halt EGM quasi komplette Bottle in Loda reingeben können. Und dann hätte er das recht kein Damage mehr gehabt, von daher. Ja, war da halt keine Chance mehr. Auch Early Medallion auf Loda. Macht die Quills nochmal mehr painful. Ja. Ja, das ist so ein Snowball Hero 4-0-0, ne? Ja. Die Frage ist, wird dann auch nur sein, wenn sie mal down bekommen, wenn sie overextenden. Ob sie dann halt zurückkommen können. Weil das ist eine Streak, die dann durchaus dann in den Juggernaut reingehen kann. Und Juggernaut kann halt auch noch fett werden. Muss halt jetzt jungeln, ist halt ein bisschen doof. Aber.
Thor ist auch ist schon halb tot. Frage. Ja, genau. Und dann wird es halt schwierig, überhaupt im Jungle zu bleiben. Weil wenn Loda da rumrennt, will man das nicht tun. Naja. Inquisitor ist aber trotzdem noch ganz gut dabei. Ja. Aber ist auch der einzige von denen. Ja, ist halt die einzige, die läuft. Ja. Puck ist nach unten rotiert. Hat... Ja, ist halt einmal von der Lane gegangen. Aber Magnus hat sehr gut einmal hier immerhin Aki getötet. Aber Nikra stirbt jetzt in der Mitte. Einmal gedoomt. Ja, einmal gedoomt. Easy. Ja, nach dem Doom kann man nicht so viel Doom tun. Sind die Rotations, die nötig sind? Ja, definitiv, um zurückzukommen. Ja. Sag mal, mehr Richtung... Nikra stirbt jetzt in der Mitte, sondern eher schnell Midlane oder so. Zumindest wenn ich es noch ein bisschen auf Kamera habe. Nikra stirbt jetzt in der Mitte, klingt so casual. Auch wenn es ein Casual Kill mit Doom war, aber... Dann gehe ich umso langsamer dahin. Warpain stirbt oben solo gegen Packet, nein. Ich stehe einfach nur da und frisst Hit um Hit um Hit. Einfach rein. Also nicht, dass du mir jetzt ein Problem mit hast mit Scorched Earth, aber... Ah doch, ja. Mit Loda, der da jetzt irgendwas hinter ihm steht. Ups. Ich dachte irgendwie, das wäre ein Abushit hält. Oh. Gut reagiert und hier schnell in die Ecke gegangen, aber gut, hilft halt nichts, ne? Der Tower, ja, Loda hängt den Tower, damit das Katapult nicht down geht. Und dann ist es der erste Tower für Lines nach 8 Minuten. Ja, das wird dann Loda hängen. Ja. Ist auch Loda erstaunlich, dass Pykent mehr Farm hat als Loda, obwohl Loda eigentlich die ganzen Kills allein gesammelt hat. Naja, am Farm ist ja 10 Lastes hinten, ja. Und Pykent hat jetzt 2 Solo-Kills. Nein, also, naja, gut, er hat eben den Kill bekommen, also einen Solo-Kill. Und war halt komplett uncontested. Das stimmt. Also, ja, der Stack mal gefarmt. Na, großer Stack, uiuiui. Wie viel Geld ist es für Loda? 400 Gold, 800 Gold, 900 Gold, 1000 Gold, 1100 Gold, 1400 Gold, 1600 Gold. Ja, 1400 Gold waren das. Easy Vanguard. Easy Vanguard, aber Reload. Und dafür stirbt jetzt Ake. Wo sind sie daher? Ups. Ake stirbt, Relocate. War leider auf niemandem. Hat ihn nicht rechtzeitig noch holen können. Und suddenly musste ich halt jetzt hier zu Nikra holen. Und oh, gerade so gestunt. Omnislash hat den Stun gemacht, den Mini-Stun am Anfang. Er hätte noch fast geklappt, ja. Der Ward, der es gesehen hat. Ja, wichtiger Ward da auf jeden Fall, dass sie dann da hinkommen konnten. Ich dachte schon so auf einmal, warum sind so viele Leute auf einen Stack? Ist das ein Relocate-Gang? Nee, Moment. Magnus hat kein Relocate. Das ist nicht der Availability-Draft. Wie ist das denn passiert? Ja. Aber hat einfach nur schnell hingegangen. Blink-Digger auf Magnus. Auch halt die einzige Lane, die funktioniert. Dementsprechend auch die Items vorhanden. Aber Juggernaut hat bald seine Master of Madness erst. Nachher, auch weit zurück. Ja, weit zurück. Und Doom geht auf Catch-Up-Miner, so wie es aussieht. Mal schauen, ob es bekommt. Ah, gut, okay. Wird er bekommen. Erstmal Washington Sneak von Alliance. Mit. Ja, Wave of Terror könnte man machen. Okay. Es würde helfen, durchaus. Aber man kann es ja doch sein. Hallo, der hat so eine Wave of Terror, aber. Ich weiß nicht, ob sie die zum Scouten benutzen wollen oder ob sie die behalten will. Ob sie nicht nachen will, damit der Ward nicht sie sieht, aber wenn er sie nach oben macht. Ne, können er auch nicht. Jetzt macht er sie. Ja, ist nicht so viel Minus-Armor, okay. Ist natürlich vorteilhaft, wenn man sie in behält, denn man weiß halt nicht, wo der Ward ist. Ja. Wenn er die Wave halt macht, sieht ihn der, wenn sie halt einen Aggressive Ward haben und sie hatten halt irgendwie einen Ward, wenn sie hier gesehen wurden. Ja. Von daher muss es halt irgendwo der Ward sein und wenn er sie halt irgendwo auf der falschen Seite rausmacht am Anfang, könnten sie ja noch rein. Aber nein. Abschied haben jemand anderen im Smoking im Kopf, nämlich Pykert. Oh, und hat gerade so noch dieses rausbekommen. Ist gedoomt, aber Wisp sollte jetzt hier da sein. Nicht? Swap ist da. Und wird aber zurückgeschickt von Disruptor. Schön gemacht. Trotzdem überlebt das Pykert. Und Inquisitor hat ein Problem. Nämlich ein Loda. Der böse zuguckt und einen schönen Hut übrigens hat.
Und ja, Afterlife ist halt. Ja. Das ist halt so das schwarze Ding. Er hat sogar noch einen Dreamcore rausgezogen. Was? Steht dazu da. Okay, jetzt. Nix. Ja, das wird ein frühes. Ja. Crimson Guard. Frühes Crimson Guard für Loder. Wahrscheinlich werden. Jo, gehe ich auch von aus. Und das ist die Frage, jetzt ist Doom. Kann Doom überhaupt jetzt hier wegkommen? Also, naja gut. Ja. Das erste Goo ist halt nicht rausgekommen, sonst hätte ich mir durchaus gesagt, so okay. Doom ist halt einfach zu langsam dafür. Midas? Okay. Ja, aber es ist halt auch noch kein Dagger auf Pack und Dreamcoil war auch auf Cooldown, also war da glaube ich doch eigentlich relativ wenig Gefahr für Doom. Wenn ein Blinkdagger oder ein Dreamcoil da gewesen wäre, wäre der 100% tot. Ja, aber genau. Wenn halt Loder auch für einen Nasal Goo rankäme, glaube ich, wäre der halt auch tot. Ah, das ist nur ein Level 1 Goo. Also, ja, der aber Slow ist halt nicht so viel. Loda hat halt irgendwie 400 Movement Speed und Doom hat 300. So. Das ist halt auch das. Das stimmt natürlich. Ach. Also, ich meine halt, er käme nicht weg. Ob sie gute Rotations machen könnten, oder ob sie das turnen können, ist die andere Sache. Aber wäre auf jeden Fall gegoat worden. Wie man das im Deutschen so schön sagt. Das ist halt auch ein schönes grammatikalisches Konstrukt, dieses, jemand wird gegoat. Oh, Nick war's tot. Swap? Ja. Ha, du hast den Doom gezogen und überlebt das sogar. Ah, oh, nee. Schön. Nicht wirklich nice. Aber da kommt der Wildcat ein und erstmal die AP gezogen. Aber EGM muss jetzt sicher abhauen. Hat aber natürlich den Relocate, wird das benutzen, um Ruder rauszuholen. Nein. Space Created, Loda läuft einfach nur rum. Loda doesn't care. EGM kommt auch wieder, alles cool. Easy. Ja, aber es ist halt gerade auch wirklich nur Loda, die sie machen können. Und EGM poppt nicht. Doch, ach, das war das falsche Buff-Zeichen, worauf ich geguckt habe. Hey, EGM geht down, Loda ist low, hat aber die Aegis, will wahrscheinlich hier sterben und noch ein bisschen Damage mitholen, aber sollte vielleicht noch 20 Sekunden warten, damit EGM hier reinkommen kann. Pike hat Space created, hat sein Linkins fast fertig, außer dass er hier stirbt, denn das tut er, weil... Ja, gut. Weil ein bisschen Overextension und kein TP, aber... Ja, aber dafür hat man ja das... Davon haben sie ja keine Möglichkeit, hinter mir herzukommen. Pike hat immerhin noch sein Stone Gaze. Aber das hätten sie kommen sehen können. Also, seriously. Loda ist hierher gegangen. Auf der Seite. Und alle haben aufgehört, ihn zu chasen. Sind da links abgebogen. So, hey, wohin führt dieser Weg? Zu mir? Ach, nein. Andererseits muss er... Oh, Nick war diesmal schnell in den Fies-Schiff gefunden. Sonst wäre das ein weiterer Kill. Aber Dreamcall ist jetzt genutzt. Inquisitor. Und wird hier down gehen. Ja. Der ist relativ so schnell tot. Oh ja. Dafür, dass buff, er buff, buff. Fast meist gefarmt ist von. Well, ja, er hat halt einen Mantis Link, hat gut aufgeholt. Beim permanent im Wald AFK Farm. Auch Doom ist ein bisschen allein gelassen worden. Zum Weg zum Magas. Er ging Bristleback klar. Ja. Tja. Wenn Doom das nicht aufhört, ist ein gutes Doom. Ja. Und ein Doom, was passivst disabled. In dem Falle ein 40% weniger Damage von allem. Das ist natürlich auch bei Blissback geil. Ja. Aber Dusa hat jetzt das Linkins und kann jetzt anfangen, vielleicht Damage-Items zu bauen. Level 11 auch schon. Ja. Aber hier sieht man mal die klassischen Alliance-Stacks wieder im Wald. Ja, alle haben sie Camps halt einfach, gestackt. Ne? Alle Camps gestackt. Außer dieses hier, EGM hat gefailt. Ja. Auch das ist gestackt. Das ja, ist einmal. Oh, EGM. Oh. Fängt sich sogar noch ein Omni-Slash. Aber gut, Album Sheet. Also wenn ich gegen allein spielen würde, würde ich halt auch irgendwie einfach nur Leute ärgern, einfach so. Ha! Ich hab EGM geomni-slashed. Ich hab EGM 5-mal in diesem Game gekillt. Yay. Ja, es ist eigentlich sehr spannend so. Also es steht ja 10 zu 10. Das Gefühl ja. Hat man überhaupt gar nicht. Absolut nicht, ja. Aber ich weiß nicht, Jugger ist fett. So langsam. 16 Minuten, Yasha Mom ist schon okay. Mit Overpower dazu bei 150, 160 Damage. Ja. Ja, ne? Also ist das auf jeden Fall groß.
Loda ist mit dem AC, was bald fertig ist, noch ein bisschen fetter, ja. Aber es ist halt auch nur Loda. Ja, Farmstacks, alle gucken zu, wie das Geld reinkommt. Kling, 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 kling. Ja. Und ich glaube, ich wurde gerade wieder disconnected von Valve. Ach, Volvo. Irgendetwas ist heute los. Warum? Ah, Loda kauft auch außerdem nicht den Hyperstone. Auch interessant. Kauft sich jetzt erstmal die Armor. Hat dann aber auch alles. Ansonsten, wie laufen die Lanes? Beziehungsweise Grafenzeit. 18 Minuten das erste Mal. Lines sind vorne im Farm, natürlich. Sie haben auch mehr, also hatten mehr Kills, aber XP bleibt even. Denn die Kills sind halt hauptsächlich die Sachen, die sie machen können. Urban Sheet versuchen jetzt den Top Tower zu pushen. Loda ist in der Mitte und Pikehead ist unten mit Support. Ich glaube, naja, es ist gar nicht Akke hinter ihm. Sneak war hinter ihm. Okay, ich dachte, Akke wäre immer hinter ihm, um raus zu swappen, aber ich glaube, ist jetzt bei Loda. Einfach weil der mehr wert ist als Pikehead tatsächlich. Ich glaube, fürs Late Game ist Pikehead schon wichtiger, aber es passiert unten ja momentan eigentlich schon. Aber dafür kann man Kills holen. Loda ist da, wird gedoomt und muss jetzt da raus, ja. Hätten sie aber durchaus noch einen Kill holen können, trotzdem halt so viele Rotations. Safe than sorry. Ah, Inquisitor mit der Haste-Rune. Stun, Und der Blink war echt gut. Ja, der Blink war gut, aber Doom ist jetzt außen und Loda kann jetzt turnen. AC ready. 1 gegen 5, gar kein Problem, Loda geht rein. Ja, klar. Pikehead ist jetzt auch da, Wisp war immer da. Kein Problem. Und nachdem der AC fertig ist, hat er sich gesagt, hey, hier sind doch irgendwelche Stacks, oder? Oh, sind gar nicht. Na gut. Hat aber auch einen Top Tower, wo es ein bisschen Farm gibt. Ah, tja, das ist immerhin etwas, was der Fight lief sehr gut für Alliance. Wir konnten nichts gegen Loda machen. Und es lief gut, weil Alliance halt nicht da war. Wir waren halt irgendwie, keine Ahnung. Aki hat Go gemacht. Und Loda so, okay. Dann komme ich jetzt doch mal hin, haben Doom halt getötet. Wenn das halt irgendwie dann irgendwie noch gut klappen würde, dann sähe das halt noch wesentlich schlechter aus für Album Sheet. Aber die blocken der Ancient Ward hier bei Alliance, ja, die ist fies. Sie haben halt exakt 2 Sentries gesetzt, die sie genau nicht sehen können. Ja, die sind irgendwie beide knapp. Aber ich glaube, jetzt haben sie 100% Coverage? Nee. Ich glaube, wenn sie hier oben noch. Das war die Windows-Taste. Wenn sie das hier getroffen hätten, vielleicht. Wobei ich gar nicht weiß, ob es hier irgendwie eine Möglichkeit gibt zu blocken. Ah ja, 3 Sentries für einen D-Ward. Ja. Album Sheet sind immerhin cocky und lassen allein so ein bisschen dafür arbeiten, dass sie hier vorauskommen. Ja. Ah. Komplettes Mantauschen fertig für Jugger. Jugger ist auf jeden Fall fett. Manta ist 6-2 nur. Vielleicht ein bisschen wenig gestorben. Ja, er hat auch viele Kills. Also. Ja, es wird gefarmt. Hinter Medusa in Last Hits. Hinter Medusa auch in Networth. Hinter Loda sowieso, ja. Und Smoke von Alliance. Auf Pikehead, der gerade ein bisschen baitet. So wie es scheint. Roshan, 20 Sekunden erst, schade. Ja, auch Fun Fact, durch den Reconnect habe ich den Death Timer von Roshan nicht. Ja, das ist natürlich immer noch so ein Bug, ne? Ja, könnte Volvo auch mal wieder fixen. Ja, ich weiß nicht, anscheinend hängt das ein bisschen mit dem, anscheinend kommt es, ist das halt ein bisschen zusammengehackt, weil das eben, es sehen halt Observer, aber nicht die Spieler. Und deshalb musst du halt irgendwie irgendwas haben, was halt nicht hardcoded im Spiel drin ist. Weil wenn du es halt hardcoded hättest und du kriegst es halt beim Reconnecten, dann wäre es halt da. Aber ich glaube, dann wäre es halt irgendwo hardcoded. Dann könntest du es halt auch als Spieler irgendwie rausfinden. Ob das jetzt mit Memory Access und Cheats wäre oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es hat irgendwie mit dieser Trennung zu tun. Ja, es könnte ein Dota-TV-Feature sein. Das sind ja eigene Server. Oder so, ja. Und dann wird das halt quasi einmal gespawnt.
für alle Leute ist dann halt dann da, dieser Timer. Und wenn du halt reconnectest, kriegst du den nicht. Irgendwie das Event ist anscheinend nur einmal da. Und es ist halt kein Objekt. Wie auch immer. Nikva versucht, diese Haze-Runde zu bekommen und hat sie nicht. Doch, hat sie bekommen, seriously. Oh Mann. Im Skewer draufgeklickt. Ja, im Skewer draufgeklickt, seriously. Und weil, nur weil er vorne war im Skewer, war halt vorne am Wheel. Und das hat sie da ansacken können. So, Loda findet jetzt die zwei Supports. Und zwei Supports sagen sich, I get the fuck out of here. Afterlife denkt sogar noch, ja. Denkt sogar noch, dass er weiterlaufen könnte, aber. Hat er Nikva gesehen, gedacht, okay, nevermind. Tippi. My time is here. Jungkorn ist raus, tschüss. Ja, ich hatte in dem Moment eigentlich auch gedacht, dass zumindest einer der beiden Supports stirbt, aber dass da beide rausgekommen sind, nicht schlecht. Naja, das ist das Problem von Bristleback. Also. Ja. Sowohl CM kann ihn halt auch freezen und einfach raus TP'en und Disruptor kann ihn halt zurück disrupten und. Also zurück geglimpsen und dann TP'en. Das ist halt das Nachteil gerade vom Alliance-Lineup, dass sie halt wirklich wenig Control haben auf den Cores. Ja. Das ist halt Nikva, der macht die Dream Call und danach ist halt wirklich nichts Mobiles mehr, was irgendjemand aufhalten kann. Mhm. Deshalb ist es wahrscheinlich auch erst 10-10. Also so wie Loda da rein jumpt, dann wäre es halt schon mehr als 10-10. Oh, ein Ultimate Orb auf Loda. Shiva? Skadi, meine ich. Skadi, Shivas oder vielleicht sogar einfach einen Cypher Vice. Ja, für Control könnten sie es auf jeden Fall gebrauchen. Sieht man auch eigentlich relativ oft, dass Leute, zumindest Pro-Gamer, Cypher-Vice auf den Core spawnen. Ja, ich dachte, das wäre ein Feature, was meistens nur, was hat es gebaut? Irgendjemand, der immer Hex baut. Auch irgend so ein, was, Melee? Link-Hex? Nee. Naja, keine Ahnung, okay. Irgendeinen Helden habe ich im Kopf, der hat auch immer, der einen Hex baut, obwohl er Agility ist. Ja. Oh, ist einfach so, ein extrem starkes Item. Ja, auch besonders als Core, wenn dich Leute kiten, kannst du sie einfach hexen und killen. Du kannst Dinge alleine tun, was für manche Cores doch sehr wichtig ist. Und bei Bristleback ist es halt irgendwie. Ja, er läuft halt lieber weg und Leute chasen ihn anstatt umgekehrt. Na gut, Hacker und Push. Ja. 24 Minuten, erster Push. Tower halb down. Ja, Aegis wird benutzt. Oder? Easy. Ja, wird nicht. Ach, Aegis hält auch noch ein bisschen. Boah, ja. Lula wird jetzt erstmal stehen bleiben. Mal schauen, Blink, Doom ist vorhanden und ab hier auf 4. Holy Mann, shit! Und Bignum lässt das Ulti geben. Perfekte Holy Engage. Fuck. Perfekte Engage. Ja. Oh, und Lula, EGM hat es nicht geschafft, hier Lula rauszuholen. Holy shit, was ist das für ein Engage? Kompletter Team bei Fair Alliance. EGM hat es hier nicht rechtzeitig geschafft, hier hinzukommen. Und ja, es ist instant down. Schon Teamfight. 5000 Gold Unterschied und 5600 XP Unterschied. Diese RP, holy shit. Ja, da standen sie too clumped up. Oh ja. Guck dir den XP-Graphen an. Jupp. Das sieht nach Viagra aus. Es war bei einer RP. Ja. Easy. On the easy. Tower. Ganz klares Easy. Ja, on the Tower lebt auch noch mit 3 HP. Seriously. Blinkdagger kannst du kaufen. Aber 4 AP gegen Alliance zu treffen, priceless. Mantis. Muss man jetzt Stop gucken. Jetzt. Dann ist. Ah, es war ein bisschen zu früh, kein, aber gut. Aber kein Damage TP. Sollte da sein. Kein TP, ja. Aber hat halt Movement Speed ohne Ende. Das ist halt die Sache. Und Nikva hat halt ein Orb, ja, aber ich glaube, das war abkommen halt zu früh. Hätte halt stunnen können und dann. Ja. Aki hat es falsch rum gemacht, glaube ich. Also klar, der Swap hat ein bisschen höhere Reichweite, glaube ich, als der Stun. Deshalb dachte er, dass er es früher machen wollte, aber er wollte halt. Ja, erst swappen und dann stunnen und dann kam halt der Spin. Aber. Großer Fehler. Andererseits, naja, also. Großer Fehler war es, Alliance macht jetzt einfach dasselbe nochmal wie eben, weil, you know, AP ist down. Oder auch nicht, Refresher ist da? Nee. AP ist ready? AP ist ready. 110 Sekunden waren das jetzt schon? Ja. Das kam mir vor wie eben. Okay. Nächster Doom. Aber Omni Slash verkackt. Omni Slash verkackt und immer nur AP auf 2. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig und Inquisitor hat es jetzt auch noch gemacht.
Trotzdem, Alliance ist down. Bloda sollte vielleicht mal langsam reinkommen mit dem Relocate. Mal schauen, ob Bloda hier mitkommt überhaupt. Ja, kommt hier mit, ist gedoomt. Und Bloda wird zurückgeschickt. Besonders das Doom hatte sich instant dadurch wieder refreshed. Na, ja, bitte. Dass ich gar nichts. Kam halt ein bisschen zu früh, ja. Tja, ob dieser Go so wichtig, so sinnvoll war, war nicht so gut. Ja, Alliance ein bisschen gethrowt. 1 zu 3 wieder ein bisschen hoch. Networth ist jetzt doch in Favor auf Album Sheet. XP bei 10.000 vorne. Ja, und suddenly 18 zu 10. Von 10 zu 10. Ja. Bei 2 Engages. 8 Kills, 2 Fights. Ja. Ja, Alliance ist auf jeden Fall auf dem besten Weg zum Game 3. Um es mal so zu nennen. Definitiv. Definitiv, wahre Worte. Roshan, in 2 Minuten eventuell. Und ja, Wards sehen etwas schwierig aus für Lions. Was ist sonst noch drin? Jugger mit 18.000 Net Worth. Ist halt bald seine Bissleblade fertig. Das wird auch noch so ein Problem. Luda wird gebissleblated. Gebissleblated. Wunderschönes Wort. Und dann kann er halt gekitet werden. Oder wenn man halt einmal schlecht steht von vorne, direkt gehauen. Disruptor hat das Argenims fertig. Das ist halt auch so eine Sache. BKBs sind halt useless. Aber es sind halt auch gar keine BKBs da. Dass Items nicht benutzt werden können, ist... Das... Seriously? Kann es mal sein, dass das Disruptor-Ulti hier gerade... Also das Disruptor-Argenims gerade vollkommen wertlos ist. Also mir so, fällt das ist total eins. Gut gegen Pack. Ja, was kann er nicht tun? Blinken? Oh. Naja. Also er könnte nicht olsen, was er hier jetzt gerade kauft. So, wow. Aber, also, keine Ahnung. Es scheint mir irgendwie so ein bisschen useless. Also Oils, er kann halt irgendwie nicht vor der ersten Instanz des Damages rausblinken, okay. Hm. Er kann nicht seinen Jules machen, aber ansonsten... Wisp kann keine Stick Charges benutzen. Dusa kann, keine Ahnung. Kann Manta halt benutzen. Kein Manta benutzen, ja, und Luda kann. Kann sein Medaillen nicht benutzen. Das ist halt so ein. Wir haben halt niemanden, der BKB baut. Niemanden, der BKB hat. Und schon gesehen, was Luda sich gekauft hat? Ja, gut, okay. Von allen Items, die wir nicht aufgelistet haben. Ja, natürlich das eine. Doppel Radiance, lass mich raten. Luda kriegt das Radiance von Medusa direkt danach. Pike wird ihn einfach die ganze Zeit anklicken, so. Klick, 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 klick. Und sobald das Doom drauf ist, kriegt das nächste. Oder sobald halt das Level Death drauf ist, kriegt das nächste. Ja. Ja, du kannst ja die sowieso schon checken. Du kannst ja einmal aktiv doppeln, draufkasten, ne? Und dann bleibt der Passive ja immer noch da. Ja, stimmt auch wieder. Das geht auch einfacher, ja. Aber ich glaube, sie werden halt dann, wenn sie es sehen und wenn sie es gesehen haben, wird halt erstmal irgendwie. Wird erstmal alles drauf gemacht. Frostbite noch drauf, Glimpse noch drauf, erstmal alles drauf. Und wenn sie wirklich absolut sicher sind, dass da nichts mehr kommt, dann kommt vielleicht der Doom drauf. Ja, wobei Glimpse drauf tun ist vielleicht eine schlechte Idee, wenn man noch Doom will. Glimpse ist drauf, dann wirst du gedoomt, dann bist du hinten und dann, okay. Dann gehe ich halt back. Genau. Vielen Dank fürs Doom. Vielen Dank fürs Doom-Cooldown machen. Und ah, Maximum Respawn-Timer für Roshan ist natürlich. Kontraproduktiv, ja, für Lines. Gerade für Lines doof, genau, wir hätten ihn gerade holen können. Und jetzt müssen sie selber mal deffen. Ja, kommt auch manchmal vor. Lines müssen deffen oder traden, aber es sieht gerade nicht so tradig aus. Trade-freudig. Aber Album Sheet kommen auch nicht. Also, weiterhin ruhiges Game, wenig Kills. Ja. Okay, wird auch noch einige Zeit hier stehen bleiben müssen. Mal schauen, ob sie eine Elo-Rune finden, um ihnen das irgendwie zu erleichtern oder so. Aber 1 Minute 30 müssen wir noch stehen bleiben. Wahrscheinlich ist Ake halt, also als Support, er weiß, dass er nichts anderes tun kann und wird es halt tatsächlich die 2 Minuten hier stehen bleiben. Aber es ist ja halt trotzdem so ein. Viel Spaß! Du bist aus diesem Leben. Kannst jetzt, keine Ahnung, disconnecten und reconnecten oder solitär spielen oder sowas. Keine Ahnung, was Pro-Gamer spielen, Hearthstone, glaube ich, währenddessen. Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich ein Hearthstone-Game machen, so. Ja, ja. Wir haben ja doch die Wards hier, von daher.
Wird ihn da sowieso keiner contesten. Doom mit Refresher, so viel zu Linkins. Ja, kann er zweimal das Doom verschwenden. Oder Level Death. Refresher, Level Death, Doom. Aber jetzt ist tatsächlich das Game in so einem State, wo das für Lines echt schwer wird, das zu brechen. Also jetzt brauchen sie tatsächlich auf Pycat irgendwann mal... Items. Damage-Items. Auf Medusa reichen ja eigentlich nur Damage-Items. Oh, Level Death vorher hat sich gemacht, aber Doom ist jetzt drauf. Und AP nur auf Loader, aber Omni-Slash ist... Nein, Omni-Slash, wo geht der hin? Okay, auf Pack und auf Ake, okay, nevermind. Oh, what? Seriously? Das war so... Es lief gut für Alliance und dann kommen sie rein und suddenly alle tot. Ja. 1-4. Krass. Okay, das ist auf einmal ziemlich Dark South gegangen. Pikard war einmal nicht da, aber suddenly waren alle Supports tot und suddenly... Roshan ist da und ja, entscheiden sich dazu, Roshan zu machen. Und dadurch, dass sie nicht kommen, wissen Alliance, dass sie Roshan machen, Buyback und Go. Und ich glaube mal, dass Wisp mit Pack hier reinkommt. Aber es sieht so danach aus, als ob Album Sheet vorher fertig sind. Nee, Bristleback ist... Nee, Roshan wird da rein. Oh, auf den... Sehr oben drauf. Nice. Schöne Plays hier von Album Sheet. Angedeutet. Pikard hat ein sehr schönes Ulti hier gemacht. Aber hier kommt der Swap, da ist Loda da. Und eventuell, jetzt sieht es ganz gut aus für 1, aber Pikard ist halt schon down trotzdem, Loda ist hinten, Dreamcoil ist schön, aber sie haben doch keinen Damage auf Juggernaut. Und der hat noch Cheese, oh Gott. Ja. Ja, das lief nicht so gut. Doch, das versucht sein Bestes. Ja, bitte. Dieback. Ja, ich glaube, das sieht so aus, als ob Alliance langsam... Ja. Dass Alliance das Timing verkackt hat und... Also sie haben einfach zwei Fights in der Mitte total verkackt mit den 8 Deaths und das war's halt. Ja. Mal schauen, sehen sie eigentlich noch, dass Aki hier oben steht? Wo ist der Ward? Das hier ist der Ward, ne, okay. Aber dann hat der Disrupt und so, wait a minute, what? Ach okay, existiert noch. Jetzt kommt das TP und, ah nein, ist knapp vorher weggegangen. Mit der Glimpse-Reichweite hätte ihn tatsächlich im TP noch glimpsen können. Und dann steht er halt für weiter eine Minute dort. Ja, aber gut, da hätte ja der nächste Carry kommen müssen, um ihn da runter zu swappen. Denn wenn du ja Highground bist und jemand swappt dich da hoch mit der Venge, also wenn sie jetzt jemanden hoch swappt, dann kann diejenige halt runterpathen. Halt wie der Patchhook. Wenn dich jemand halt hochhuckt, kannst du runterlaufen, ist beim Swap genauso. Ja, Raining Kurier getötet. Erstmal 6000 weniger, trotzdem Pikard hat ein kleines Problem gehabt. Ja. Big Nom hat kein Mana für das Ulti, das ist bitter, ganz knapp. Hat jetzt BKB gezogen, aber trotzdem. Tower ist down, Pikard lebt immerhin noch. Nur Aki stirbt, Loda ist wieder da. Und Pikard kommt wieder und hat kein Leben mehr. So, ja. Aber Rex ist down, jetzt könnten sie eventuell turnen. Schöner Static Storm allerdings. Und jetzt ist Loda halt irgendwie da ein bisschen komisch drin. Nixmar lebt noch gerade so, aber kriegen ihn tatsächlich down. TPs kommen weg, ganz schnell. Ja, Ovex sendet nicht. Ich weiß nicht, ob es worth it war. Wahrscheinlich schon. Weil im Prinzip können Alliance für die Melee Rex, weiß ich nicht. Mhm. Ja gut, die Grafen sagen aber relativ viel dazu. Naja, vorher. Jetzt sind sie halt wieder runter. Die Frage ist halt, ob Alliance irgendwas mit dem Geld, was sie jetzt bekommen haben, tun können. Das ist halt so die große Frage. Ja. Und weiß nicht, ich glaube nicht, dass es einen besseren Zeitpunkt gab, als Loda ist down und irgendwie Pikard auf der Dusa ist halt irgendwie ein bisschen weg. Ja. Aber der crazy Snake Lady. Buybacks sind alle ready. Ja. Allein wenn jetzt hier reingehen, wenn overextenden. Nein, hat auch keine Creep Wave. Oh Gott. Und sie wollten den Buyback und den haben sie bekommen. Ja. Ein bisschen frühzeitig, wenn sie keine Creep Wave hatten. Hat wohl jemand nicht geguckt, ob wir sie noch Backdoor Protection hatten, weil der Buyback war tatsächlich unnötig. Aber ja, ich meine, Mantis hat genug Items. Mal schauen, ob das ein Smoke wird. Oder nicht. Aber ne, Alliance gucken halt nur, ob sie irgendwo rauskommen oder so. Ist halt Bottom pushen. Bisschen farmen. Weiß nicht, auf Rosh zu warten ist vielleicht ein bisschen zu lange.
Wir haben schon ganz gute Vision im Dire Jungle, muss man schon sagen. Aber es hilft ihnen halt gerade nichts. Ganz gute Vision. Zack, 4 Wards. Easy ja. Vision. Ganz gute Vision ist eine kleine Untertreibung, ja. Oh, Double Damage auf Chris Main. Genau. Ich dachte, es wäre schon der Zeitpunkt gekommen, wo du das halt irgendwie für den Carry beschlüsst. Na gut. Hm. Beach. Ja. Ja, vielleicht kommt jetzt der Push oder so. Mal schauen, wie es, ob sie jetzt halt wirklich auf Roshan warten oder ob das noch dauern wird. Ja, aber bald wird auch Album Schieß wieder ein Problem bekommen. Wenn Pikehead tatsächlich zu fett wird, dann müssen sie halt immer den Doom auf Pikehead haben und dann kann halt Lola ausrasten, wie er will. Erstens haben sie zwei, das ist das Problem. Und das Problem ist tatsächlich, dass Mantis so fett ist, dass er halt wirklich Omnislashen, auch die Doozai stirbt davon. Er hat halt einfach zu viel Damage. Er hat 400 Damage und wer den Omnislash macht, hat noch Attacken. Das ist ja das Problem. Aber der Damage des Omnislash ist sehr statisch. Inquisitor hat ein bisschen Spaß, anscheinend. Ulti-Toggling. Ja, das ist doch der Standard für Magnus, der hat doch die schönste Animation von allen. Ne, Zeus hat die schönste Animation. Ja, der hat den fiesen Sound noch dazu. Ja. Ja, Animation, okay. Animation stimme ich dir zu. Ein Sound. Ich mir noch. Das Zeus Monster Clap. Freut mich immer noch am meisten. Gut. Tja. Aber ich glaube auch Albumschild hat keinen Bock jetzt hier irgendwie ohne Roche reinzugehen. Wollen es jetzt nicht unbedingt abgeben. Wegen irgendwelchen dummen Aktionen. Die dumme Aktion hat Alliance schon in der Mitte gehabt. Wo sie sich halt von der 4-Man-IP treffen lassen, von der 4-Hero-IP treffen lassen hatten. Into Static Storm, into alles. Ja, es war halt so, okay. See ya. Next try, please. Oh, es wird tatsächlich ein BKB auf Bristleback. Okay. Ja. Ja, gut. Crystal Maiden. Jeder Fragas hat BKB, also. Das ist schon auch einiges Damage, was da rauskommt. Der Static Storm auch noch. Und Gamma auf Disruptor jetzt. Hm. Um die Vision von hat Alliance einzuschränken. 250 Gold tatsächlich Ärgers fertig. Also, das kommt halt zum nächsten Fight. Und dann, ja, wenn wir ein BKB haben. Was ist das hier mit Zepter Damage? 310 Damage. Und zwar pro Sekunde, oder? Also, wenn du RNG auf deiner Seite hast und die Dinge alle treffen. Ja. Sollte, oder? Ja. Und 10 Sekunden lang. Ja, Movement Slow 50%, Attack Slow 50. Ach Gott. Ja, oh, das ist Medusa kann dann kaum mehr treffen. Schon stark. Ja, Talisman of Evasion ist da. Das hilft, glaube ich, nicht gegen Omnislash, aber zumindest gegen die Attacken währenddessen. Aber tatsächlich wird es zum großen Teil die CM sein, die hier den Impact haben wird. Also, ich würde es mir nicht unterschätzen, weil es ist halt, soweit ich weiß, der Ulti mit dem meisten Damage. Ich bin mir nicht sicher, nee, Witch Doctor. Nee, das glaube ich, immer noch. Genau, Witch Doctor macht, glaube ich, mehr Schaden. 26.000 oder so macht das, glaube ich, insgesamt. Das Witch Doctor Ulti. Hätte eventuell gedacht, wenn du Witch Doctor Ulti nur 4-mal bounce, dass du halt mit einer CM halt, wenn du 5 triffst, halt mehr Damage machst. Genau, es bounced 4-mal, das heißt, du kannst 5 Helden damit treffen. Ja, stimmt, okay. Good point. 4-mal bounce ist plus X. Tja. Und es wird wirklich auf Roshan gewartet, ja. Mal schauen, wann er respawnt. Ja. Oh, 2 Minuten. Na gut, wird ein langer Cooldown. Tja, Alliance wissen jetzt mal, wie man sich fühlt, wenn man gerettet wird. Wenn die Leute nicht kommen wollen. Andererseits ja, haben sie aber auch die meiste Erfahrung damit, wie man so einer Situation umgeht. Und wahrscheinlich auch die meisten Erfahrungen in Sachen, wie Teams mit der Situation falsch umgehen. Oder die Erfahrung hat halt nur Bulldog. Ja. Aber Bulldog ist ja leider momentan nicht mehr bei Alliance.
Ja, das ist die Sache, ne? Vielleicht ist halt die ganze, der Red-Profi jetzt weg. Jetzt hat Alliance keine Ahnung mehr, wie man gegen eine Red vorgeht. Ah, das weiß Lorna eigentlich auch ganz gut, wie das geht. Ja, ich glaube auch. Auch mehr Spaß. Boah, seitdem ist Feuer auch nicht mehr da, sonst ist es ja auch mehr so... Ja... Nicht mehr ganz so rettig geworden bei Alliance. Ja, Nico auf dem Pack ist okay schon. Hat sich ein paar Mal treffen lassen, aber passt trotzdem alles. Ja, der Smoke jetzt. Mal schauen, ob sie hier was treffen. Weil alle gesmoked. Smoke gegen Smoke. Ja. Und sie sehen sich tatsächlich nicht. Wollen doch eigentlich keinen Fight Alliance. Also, wenn sie hier oben einen Fight hätten, da wo jetzt AS gerade sind, das wäre katastrophal für sie. Ja. Werden mindestens zwei in die AP, Rest wird gedoomt und dann ist es halt vorbei. Ja. Das Teamfight ist definitiv bei Mumpsheet. Da braucht man nicht diskutieren, glaube ich. Alliance haben generell recht wenig Teamfight-Lineups meistens, oder? Die sind meistens auf Individual Plays und Push-Strategien, die... Also sie groupen sehr viel, aber haben dann doch recht wenig Teamfight. Zumindest in letzter Zeit. Ja. Die meisten Lineups halt auch mit Wisp, mit guten Supportern natürlich. Das, was es Alliance auszeichnet, aber halt doch mit sehr wenig Teamfight. PyCap hat jetzt das Butterfly fertig. Dann bin ich mal gespannt, weil was als nächstes großes Damage-Item reinkommt. Ich glaube, mit dem nächsten. Oder Rapier. Ja, mit dem nächsten großen Damage-Item wird PyCap auch richtig gefährlich. Ja, die Frage ist halt nur, wie oft er wirklich attackieren kann. Und, also wenn du halt eine IP hast auf PyCap und dann steht CM daneben mit dem Ulti, was 50 weniger Attack Damage macht, Attack Speed macht. Du bist jetzt bei 320 Core Attack Speed nicht so viel. 340 hat er, wird er auf 290 runtergehen, das ist jetzt nicht so wenig. Aber es ist halt, weiß nicht. Kann halt schon was sein. So, PyCat geht greedy, 20 Sekunden auf dem TP und trotzdem raus. Hofft, dass sie halt nicht committen in der Zeit. Ja, aber die Zeit hat PyCat anscheinend. Ja, sieht so danach aus. Smoke ist da. Albumsheet würden halt lieber einen Pickoff bekommen und dann halt einfach Highground gehen. Durch einen Pickoff jetzt hier halt gewinnen. Buyback-Status ist soweit alle verfügbar, außer Doom. Also von Alliance hat jeder Buyback. Außer Wisp. Ja, außer Wisp, okay. Vielleicht doch gar nicht so unwichtig. Aber ja, PyCat ist jetzt hier, PyCat will jetzt zurück-TPen, es sei denn, das ist greedy und das scheint er zu sein. Das ist eigentlich richtig, was PyCat macht. Ja, Split-Pushen ist schon okay. Ich weiß nicht, sind halt alle missing. Und sie könnten halt neben ihm sein. Und auch in den Woods jetzt zu sein, ist halt auch greedy, weil wenn sie mit Smoke herlaufen und ihn dadurch scouten, ist halt... Jetzt da, genau, dann die Beater zurück. Macht er halt so schon richtig, haben jetzt halt einiges an Zeit gekauft. Vielleicht, ja. Um auf die Aegis zu warten oder sowas. Und halt auch einfach zu warten auf PyCat, das verfällt wird. Denn, ja. Schon ein fetter Late Game Hero, ja. Ja. Nicht zu unterschätzen, niemals zu unterschätzen. Okay, ja, ja. Medusa gewinnt alle Spiele über eine Stunde 20. Okay. Die haben halt ich mir nicht ganz sicher, aber müssen wir sie haben halt auch AC dabei, sie haben ein Medaillon, um die Medusa zu buffen oder um ihr Ziel halt ein bisschen runterzubringen. Sie haben halt die Venge-Aura, sie haben einen Wisp dazu. Also sie haben halt schon alles mögliche, um halt wirklich die Medusa richtig fett zu machen. Die Frage ist halt, ob es genug ist gegen AP, gegen Static Storm drauf, gegen Crystal Maiden Ulti. Das Problem ist halt, Abensheet hat halt alle starken Ultis gestackt, die halt auf einer Stelle bleiben. Und Medusa ist halt auch ein Held, der auf einer Stelle bleibt. Ist halt nicht so mobil, sie kann halt nicht deconnecten. Hat er jetzt gerade drei Linkins drauf? Ja, nee. Eine prockt, zweite prockt, dritte prockt. Ehrlich, und jetzt kommt die AP. Aber rechtes Warp raus, schön gemacht hier. Und Static Storm, niemand stirbt. Okay, Doom, Refresher ist raus. Ja, jetzt könnten eventuell allein rauskommen. Aber von wem war nochmal die Aegis? Whispert die Linkins. Drei Procs. Drei Linkins, Mann. Oh Mann. Das ist schon dieses Fring, Fring, Fring.
Holy so nach dem Motto, ja, komm, goat mich, alles gut. Ja, also sie haben mit, also, ja. Alliance besteht gerade wirklich nur noch aus Loser. Wait. Nee, okay. Es sind halt, ich hatte eben die eigentliche Linkins, wenn sie sich halt auflädt, ist ja auch nochmal als Buff da hier. Hm. Ja. Ist der Linkins jetzt halt, kannst du auf sich selber auch aktiv machen, musst du nicht, aber ich dachte schon, es wären halt irgendwie drei Buffs und das das eigene, aber nein. Aber guck mal, was als Rezept bei Vengeful Spirit im Inventar ist. Oh nein, oh nein, oh nein. Seriously. Es ist so dieses, okay, das Einzige, was wir, wie wir verlieren können, ist, wenn Pikehead gedoomt wird. Also. Und okay, mal zählen. Doom hat Level Death Doom. Das heißt 2. Crystal Maiden 3. Disruptor 4. Technically 5 Spells haben sie überhaupt in ihrem gesamten Arsenal, was Single Target ist. Und Glimpse ist wahrscheinlich ein bisschen sinnlos. Von daher, 4 Spells, 4 Linkins. Na, kann funktionieren. Ja, das gut, ist dann maximal ein Doom. Wenn sie den Refresher noch für Level Death benutzen? Ja, ja klar, dann. Also muss er wirklich Level Death Doom und dann refreshen. Ja. Ich glaube, Alliance hat einfach nur gerade Spaß, mit so vielen, mit so vielen Refreshern rumzuarbeiten. Oh, und EGM wurde geglimpst, aber Linkins. Link wurde oben drauf gestellt, alles easy. Wump. Ja, zum Scouten, aber naja. Wer hat denn den Gem? Keiner. Oh, Juggernaut, das ist halt so fett, ne? Guck dir den Juggernaut mal an. Das ist halt schon richtig übel. Das ist halt wirklich gerade Juggernaut und ein bisschen Doom gegen die Medusa. Und Alliance hat halt Heroes, um Medusa zu buffen. Und Albumsheet hat mit Doom und hat Shivas Doom, Crystal Maiden Ulti, Disruptor prinzipiell mit seinem Ulti. Dann haben sie einen Juggernaut. Ja gut, Juggernaut mit dem Shiva, das sie noch slowt. Und keine Ahnung, Magnus. Na gut, Magnus macht nichts. Also klar, AP, aber halt nichts irgendwie zum D-Waffen. Das ist halt wirklich irgendwie so ein RPG gerade. Ja, Alliance, für die ist halt wichtig, dass der Fight sehr gesplittet ist und für Albumsheet ist halt wichtig, dass möglichst geklumpt ist. Ups, das war nochmal abgebrochen. Es wäre möglich gewesen, ja, aber nein. Observer Ward erstmal Highground guckt, sieht auch schon Mantis. Lalalala. Das, ja, das kann sich ziehen, beziehungsweise kann sich jetzt hier auch entscheiden. Wenn jetzt Albumsheet den nächsten Teamwert gewinnen, wird es das sein. Wenn Alliance das gewinnt, dann ja, dauert es noch länger. Ah, noch drei Buffs drauf. Easy. Ja, das Problem ist. Oh nein! Dreier AP, seriously! Und alle sind tot. Außer Piker, der jetzt steht und jetzt Damage reinhaut. Ja. Und daher. Und stirbt die Maiden. Die Maiden stirbt, Mantis. Muss halt jetzt gucken. Aber Piker kitet ein bisschen. Und die nächste. Abyssal Blade ist drauf, Doom ist drauf. Game vorbei. Game sollte vorbei sein. Ja, die vier Link. Ja, es lag vielleicht auch einfach nur an Ake, der hat seine Linkins nicht rechtzeitig fertig bekommen hat. Nein, es lag einfach nur an, dass wir wieder nur drei meiner P geworden sind. Oh Mann. Tja. Ja, GG Wayplayed. 50 Minuten im Main nur. Aber ja, waren alle gesixlottet. Das war dann typisches 120 Minuten Pub-Game. Weil hier halt ein bisschen mehr gefarmt wird als im Pub-Game. Definitiv. Ja, wir sind bei 23 Uhr. Und unser letztes Game fehlt noch. Na gut. Tja, Jonathan Masters, Alliance vs. Albumsheet. Game 3 folgt, ja, sobald, keine Ahnung, muss ja immer noch jeder nochmal auf Klo und dann geht's los wahrscheinlich. Bis gleich. Bis gleich.